Hallihallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Division-Video. Und zwar geht es jetzt um die Dark Zone-Händler. Angefangen wie immer bei dem Waffenhändler. Der bietet hier eine M60E4 Militärversion. Ist ein leichtes Sturmgewehr, Maschinengewehr. Mit 24% Schaden an Zielen außerhalb der Deckung. Einen relativ geringen Schaden pro Schusswert. Und den Talenten ausgewogen. Die Waffe erzielt die maximale Präzision geschultert schneller. Das heißt, der erste Schuss oder die ersten paar Schüsse werden halt mit maximaler Präzision abgeschossen nach dem Schultern und danach bringt das dann gar nichts mehr. Wiederhergestellt bringt in den seltenen Situationen irgendwas und Präzision wird um 47% erhöht. Ist alles nicht so geil, also lieber nicht kaufen. Dann haben wir noch eine Schrotflinte und zwar die M870 MCS in der Sonderanfertigung. Die hat einen hohen Schadenswert. 225% Wanken, Talent räuberisch, das Eliminieren eines Ziels regeneriert 13,5% Gesundheit über 5 Sekunden, ist ein ziemlich geiles Talent zum Solo-Farmen mit sehr viel Self-Heal, zerstörerisch ist ganz geil für PvE, im PvP allerdings nutzlos und das Eliminieren eines Ziels hat eine Chance von 23,5% das Magazin aufzufüllen, ist zum Farmen oder auch im Untergrund, wenn man dieses Magazin, die Munitions- Mod da drin hat, ist das ziemlich gut. Ansonsten, naja. Dann haben wir eine Vector Kaliber 45 in der Taktikversion. 43% kritischer Trefferschaden. Fast 9000 Schaden pro Schuss. Eine ziemlich hohe Schussrate. Hohe Stabilität, wobei das bei SMGs und insbesondere bei der Vector ja mit der Stabilität sowieso nicht so ein Problem ist in der Regel. Deswegen halt nice to have, aber nicht so sehr geil. Mit dieser Waffe wird die kritische Trefferchance um 9% erhöht. Ist ziemlich gut, weil wir hier den kritischen Trefferschaden mit dem Waffentalent erhöhen. Deswegen hier nochmal mehr kritischer Trefferschaden. Also so schlecht ist die Waffe nicht. Vor allem, da ich ein Fan der Vector bin. Dann haben wir noch eine Blaupause für eine Maschinenpistole MP5 ST. Random Stats kann aber nicht den Schadenwert der Kaliber, der Vector Kaliber 45 erreichen. Dementsprechend muss man sich halt gucken, ob man dann die fertige Waffe nimmt oder das Muster für Rang 75 bereits, wobei die Vector natürlich höher ist. Dann haben wir noch eine Vector ACP in der First Wave Edition. Es war noch ein bisschen besser von der Edition her, allerdings halt auch hier wieder niedrigeres Item Level. Und dementsprechend niedrigere Werte. Der Ausstattungshändler in der Dark Zone bietet diese Woche eine taktische Maske mit dem 229er Wert. Da ist Schusswaffen drauf, das Talent erfrischt, die Heilung wird um 30% erhöht, wenn das letzte Segment der Gesundheitsanzeige erreicht ist. Ist ein ziemlich gutes Survivability-Talent. Dann haben wir noch kritische Trefferchance drauf, kann auch nicht schaden, auch wenn hier natürlich optimal wäre, auf der Maske Fertigkeitsstärke. Blind- und Taubwiderstand. Okay, mit Blind Scent vielleicht, oder gegen das Blind Scent vielleicht ganz gut. Und natürlich ein Mordslook Plus. Ein Operator-Paket mit Ausdauer drauf. Und Schaden durch Fertigkeiten werden als Heilung zurückgegeben. Auch wieder nur sinnvoll, wenn man eben ein Stegebomb-Bild oder sowas hat, wo man halt wirklich Schaden mit den Fertigkeiten macht. Fertigkeitenstärke drauf, unterstützt halt diesen Bild so ein bisschen. Kapazität für Munition, ja. Also das Teil ist auf jeden Fall von der Combo her schon mal ein bisschen besser als das in der Best of Operations aus dem anderen Video. Dann haben wir noch Handschuhe. Auch hier wieder Ausdauer drauf. Kopfschuss mit der Handfeuerwaffe richten 25% mehr Schaden an. Macht nur Sinn, wenn man irgendwie ein Tankbild spielt mit Schild plus Pistole. Wobei man ja inzwischen auch, glaube ich, ein Set hat, mit wo man ein Schild und eine MP oder sowas tragen kann. Dementsprechend auch hier wieder an Wert verloren, das Talent. Präzisionsgewehrschaden, Schaden gegen Elite und kritischer Trefferschaden. Ist nicht so die beste Kombo, also ich würde eigentlich so von diesem Teil hier abraten. Dann haben wir noch Muster für eine Elektronikweste, für Elektronikholster, für Schusswaffenmaske und Ausdauerhandschuhe. Der Ausstattungsmod-Händler bietet diese Woche einmal eine Prototyp einer Waffenmod mit Waffen, Schusswaffenwert und Fertigkeitenstärke. Eigentlich so ziemlich die beste Kombo.
die man so finden kann. Aber nur Stufe 31. Trotzdem, wenn ihr Waffenmods braucht, haut rein. Das lohnt sich auf jeden Fall bei dem Teil. Dann haben wir hier noch natürlich Muster wieder für Mods. Und zwar für Stufe 32 Mods. Und da ist jetzt eben Ausdauer drauf plus irgendwas Randommäßiges. Und einmal Schusswaffen drauf plus Random. Last but not least, der Waffenmodhändler. Der bietet nämlich hier eine Zieloptik an, C79. Das ist eine Kurzoptik-Mod mit Präzision kritische Trefferchance. Kann man nehmen. Nicht optimal, also kommt aber auf die Waffe an, finde ich. Aber für die meisten Waffen ist es nicht optimal, aber es ist schon nicht schlecht. Dann haben wir noch ein erweitertes Magazin für Magazingröße und beliebiger Bonus für Stufe 32. Und ein Schnellwechselmagazin für Nachladetempo und beliebiger Bonus. Ja, wenn ich die Wahl habe, nehme ich natürlich hier das erweiterte Magazin. Das war's aber auch schon wieder hier aus der Dark Zone. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.